Also, wie ihr seht, da sind ganz, ganz viele Dachzeltleute, ne? Ja, Was sind wir hier eigentlich? ja, keine Ahnung. Wer sind wir eigentlich? Hallo, Wer hat Rebecca. mich überhaupt Du hast ein kennengelernt? Oh, ich Namensschild. habe ein Namensschild. Damit ich nicht vergesse, wer ich bin. Das ist Rebecca. Hallo. Und ich bin Dennis. Gut. So, hallo. Wir müssen mal nach da oben gucken, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Wow. Das da ist die Kamera top. Also. Ja, das ist voll fancy. Also, dann sehe ich ja gar keine Kommentare. Ja, doch, 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 das kriegen wir hin. Du kannst dann zwischendurch da gucken, da sind die Kommentare. Siehst du da? Da? Ja, 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 genau. Ja, ja. Weil sonst sind sie auch immer so da. Stimmt, ich muss die Kommentare, glaube ich, auf meinem Handy angucken. Ja, genau, dann ist das authentisch. Ja. Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Dachzeltnomaden live hier vom Reste Pop-Up in Goldenstedt. Vom Reste Pop-Up. Was heißt Reste? Also guck mal, da hinten sind voll viele Leute. Hallo, seid ihr da? Ja. Hier, es gucken auch schon Leute von zu Hause zu. Hier wurde gerade eingeblendet, dass auf den letzten 30 Kilometern das live schon geguckt wird. Sehr geil. Geil. Weil viele sind natürlich jetzt noch auf dem Heimweg, weil genau. Nicht jeder hier aus der Gegend kommt. Ja, wobei die meisten dürfen eigentlich dann schon zu Hause sein, ne? Ja, doch, es sind einige schon so gegen 12 gefahren, ne? Und ja, die haben schon gesagt, sie müssen pünktlich zu Hause sein fürs Dachzeltnomaden live. Deswegen müssen sie jetzt leider los, damit sie das schauen können. Aber wir haben halt, wie gesagt, schon ganz viele Gäste dabei und möchten euch heute nochmal so ein bisschen erzählen, wie geil denn überhaupt dieses mega coole, super tolle Pop-Up war. Feuchtfröhliche Pop-Up, ja, muss man genau, dazu sagen. Ja. Und da kommt wer, Rebecca? Wer kommt denn da? Guck mal nach rechts. Oh. Den holen wir gleich auch noch dazu. Sollen wir den mal eben kurz? Ja, den holen wir sofort dazu. Guck mal, wer da kommt. den holen wir mal gleich rein. Soll ich es verraten? Nee, die Leute sollen mal raten. Schreibt okay, mal in die Kommentare, ja, wer da kommt. Was denkt ihr, wer kommt da? Ja, die Stimme hört man schon. Ihr habt schon gehört, ja. Ja, komm mal dazu. Wir holen dich mal kurz rein hier. Komm mal, ja. Komm mal in unsere goldene Mitte hier. Ja, dann komme ich mal eben dazu. Der gute Mann von Goldenstedt hier. Das ist ja Hubert C., wisst ihr? Ja. Deswegen ist der Hubert auch hier. Hallo Hubert. Ja, hallo. Da oben sind hallo. Die Leute da. Hallo, ich grüße euch. Ein Hallo in die weite Welt der Dachzeltnomaden. Wir sind froh, dass ihr hier gewesen seid, nachdem es ja vor 2 Jahren leider aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht geklappt hat. Aber umso froher und ich glaube, ihr wart ganz glücklich hier. Wir, auf jeden Fall. Wir waren mit euch ganz glücklich hier. Also ich fand es einfach toll, dass ihr hier wart. Ja, schön, dass wir hier sein durften. Ja, vielen klar. Dank. Das hat also echt vorhin geklappt. Haben schon viele, als sie gefahren sind, gesagt, bis nächstes Jahr. Da müssen wir mal, unterhalten. Ja. Ja, man muss sehen. Vielleicht gibt es ja noch eine Wiederholung. Hab ja, ich genau. Vielleicht gehört? Vielleicht. Definitiv. Ja. Meine Frau habe ich auch mitgebracht, unseren Junior habe ich auch mitgebracht. Sehr cool. Die ganze Familie am Start. Und guck mal, da hinten genau. Sind auch noch ganz viele Leute hinter uns, wenn man da auf dem Bildschirm oh, guckt. Oh ja, ne? Sehr schön. Genau. Jo, ja. Das war der Hubert. Der, ja, und Thilo, dir ganz liebe Grüße und gute Besserung. Genau. Ich halte die Daumen. Sehr cool. Danke. Ja. Danke, dass wir hier sein durften. Ja, dürfen sehr gerne. Auch noch. Ja, ja. Ja genau. Ja. Macht euch noch ein bisschen breit. Jo. Und dann genießt den Abend noch. Das Wetter ist noch gut. Genau. Soll auch noch ein bisschen so bleiben. Sehr geil. Sehr schön. Kannst so. Du gerne da hinten zusetzen zu den Leuten. Ja. Die geben dir bestimmt ein kühles Kaltgetränk und deiner Familie. Oder ein warmes. Oder ein warmes. Noch warmes mag ich nicht. Ein warmes Kaltgetränk haben wir noch. Aber es gibt bestimmt auch irgendwo ein kühles. Genau. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Ich glaube, das wissen gar nicht viele. Ne? Der Thilo ist leider ein bisschen, was heißt ein bisschen? Der ist krank, ist ausgefallen mit Erkältung, Ohrenschmerzen und allem drum und dran und Kopf zu. Und naja, wir wissen, wie das ist halt. Ne? Und deswegen war der leider nicht da. Aber der hat ganz, ganz viele Videos von den Leuten, die hier waren, bekommen. Oh ja. Die Leute haben immer gesagt, ich bin bestens informiert, weil irgendwelche von euch ständig Videos an Thilo geschickt haben. Sehr geil. Also es war quasi so ein bisschen Big Brother is watching you. Aber ja, wir haben nur Lob bekommen. Also wir haben alles richtig gemacht. Rebecca. Ja. Jo, wo fangen wir an? Also von vorne am besten, ne? Am besten von vorne, ja. Genau. Also wir sind hier am Freitag angereist. Nein, Quatsch. Ihr seid hier am Freitag angereist. Wir haben ja schon ganz fleißig angefangen aufzubauen und hatten ein super cooles Team dabei. Also die Hosts waren der Olli und der Nils. Dann war noch die Steffi dabei, der Holger war dabei und ganz, ganz viele andere, ein riesen Küchenteam noch, die super geiles Essen gemacht haben. Also das war echt so geil. Ich glaube, die Leute haben es total gefeiert. Und da sind natürlich auch wieder viel, viel Spenden bei zusammengekommen, denn wir haben gesagt, wir machen das Ganze alles ehrenamtlich. Aber da kommen wir zu später. Wie hoch auch die Spendensumme ausgefallen ist. Ja.
Ja, und jetzt fangen wir erstmal vorne an. So. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns doch einfach mal ein bisschen im Wochenende schweifen. Also ich meine, wir sind ja hier zum Beispiel an einem See. Gell? Könnt ihr euch vorstellen? Dennis hat schon gesagt, hier feucht fröhlich am Wattensbergsee. Welche Hand muss ich nehmen? Nee, die andere. Ich weiß auch nicht genau. Ich mache am besten einfach immer so, wenn ich irgendwas zeige. Guck mal da oben. Seht ihr das? Das ist das Einhorn. Ich habe ja im vorletzten Live habe ich aufgerufen, Leute, ich will so eine schwimmende Insel mit so einer Palme oder so ein Einhorn. Und da ist die Gabi vorbeigekommen und hat hier so ein Einhorn sogar tatsächlich mitgebracht. Und ganz, ganz viele von euch hatten auch Wasserpistolen dabei und irgendwelche schwimmenden Dinger, so irgendwie so. Ich habe eine schwimmende Pizza gesehen. Das war ja auch voll geil, einfach so ein Pizzastück. Ja, und da waren super coole Gefährte mit dabei, auch so ganz viele Subs. Die waren, also war so einer hier, der Sebastian, war auch mit so einem Speed-Sub, der war ultra schnell. Also der war, Hat auch fast das Rennen gewonnen. Wir haben nämlich auch ein Rennen gemacht über den Hartensbergsee mit Wassersportgeräten oder vieles auch geschwommen tatsächlich. Mhm. Und ja, das war auch sehr spannend, wo auf einmal irgendwie 150 Leute in den See gesprungen sind. Der DLRG fand das auch lustig. Ja, auf jeden Fall. Die waren auch noch mit dabei. Da ist sogar einer ganz, ganz vorne mitgeschwommen vom DLRG. Ja, der junge Mann, der dann auch erst auf der anderen Seite war, genau. Ja, der war heute auch wieder da. Ja. Naja, so hatten alle hier Spaß und die fanden das total cool. Wir haben echt eine mega geile Location mit dem Strand, die Leute konnten planschen und wir haben auch eine mega geile Wasserschlacht gemacht und ich habe noch ganz, ganz viele Fotos. Sollen wir die mal zeigen? Ja, voll gerne. So, dann gucke ich mal. Pausenmusik bitte. So, jetzt müssen wir den Bildschirm sehen, genau. So, da, guck mal, wir fangen mal hier mit, wir fangen ganz vorne an. So, guck mal, da sind ganz viele Fotos, da seht ihr schon super viel. Wo fangen wir denn an? Aber wir zeigen erstmal, wie das hier aussah, ja? Guck mal, das ist unser mega geiles Gruppenfoto gewesen am Samstag, wo wir das ganze Camp von oben mit der Drohne einmal fotografiert haben. Der Basti hat ultra geile Fotos gemacht, mega, mega gut, auch gefilmt, mega viel. Und der Sebastian hat auch noch fotografiert. Wir hatten übrigens wieder sehr viele Sebastians dabei. Und diese Fotos sind dabei rumgekommen. Unter anderem sieht richtig geil aus, gell? Ja. Ja, hier oben, da sieht man den Sebastian sogar, steht er auf dem Auto. Vielleicht sagen wir mal, wie viele Leute wir waren. Wir waren ungefähr 300 Erwachsene, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Mhm. Und über 80 Kinder, also unfassbar wieder. Es war eine Kinderparty. Ja. Aber ich fand total entspannt, ne? Wie immer, ja. Und 202 Autos, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Also das ist schon ganz ganz passabel, ne? Ja, genau, auf der Wiese. Also. Es ist total ungewohnt, ne? Weil man so eine lange Zeit jetzt irgendwie kein so ein großes Treffen hatte und jetzt so, boah, das war so eine geile Energie. Und ich stand sogar tatsächlich am Freitag dann so seitlich an der Seite und hatte dann schon so ein paar Freudentränen. Oh. Das war schon geil. Ja, genau, hier sieht man nochmal eine alte Drohnenaufnahme vom See von oben, die hatte der Thilo damals gemacht. Und angefangen haben wir, bereits schon am Mittwoch sind wir angereist und da haben wir angefangen, ein Dachzeltdorf zu bauen. Und zwar der liebe Nils und der Basti, die haben sich da echt, die haben sich gefunden, die beiden. Das sind unsere Dachzeltdorf-Baukönige. Und ganz viel Holz hatten wir natürlich auch, um ein Lagerfeuer zu machen. Das könnte ja auch kalt werden bei 25 Grad. Natürlich, also. Ja. Aber Lagerfeuer brauchen wir einfach immer. Es knistert so schön, es macht ein gutes Feeling, es ist einfach nice. So, genau, Lagerfeuer. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch Lagerfeuer ein bisschen brennen, aber nur ein bisschen. Ja, und dann hatten wir natürlich super viele motivierte Helfer auch. Zum Beispiel hier meine Mutti, die hatte Unterstützung auch noch mit den Hunden. Die hat dann das Schild noch gemalt fürs Dachzeltdorf. Und hier der Sebastian, der dann auch noch Lichterketten aufgehangen hat. Also wir hatten super viele motivierte Leute, zum Beispiel auch den Matze vom letzten Dachzelt-Pop-Up in Heidmühlen dabei, der hier zusammen mit Olli noch eine Runde planschen gegangen ist und hat dann noch die Schilder aufgestellt. Also da waren wir super, super fleißig. Hier sieht man nochmal was vom Dachzeltdorf. Wir haben sogar so ein Schild extra gemacht. Also, das ist schon echt geil. Und haben dann in die Bäume mit Spanngurten so das eingebaut, dass es schon für die Bäume ist, also nichts kaputt gemacht. Und haben dann die Konstruktion dahin gehangen, dass wir es halt auch wieder schnell abbauen können. Mega geil. Jetzt kommt die Sonne wieder. Ja, ich wollte nur kurz sagen, bei Instagram sieht man die Bilder natürlich jetzt nicht, weil wir es jetzt so nicht darstellen können hier mit der ganzen Technik. Aber ihr könnt euch die Bilder auch nochmal im Feed angucken nach dem Live, wenn ihr wollt. Da seht ihr die nochmal, glaube ich, fast alle. Genau. Und es gibt bestimmt auch noch so ein kleines Berichtchen und ein Artikelchen, was die nächsten Tage rauskommt. Da gibt natürlich auch nochmal alle Bilder. Und ein Video vielleicht. Ach, das Bild weg, okay, alle, die jetzt im Live bei YouTube oder Facebook waren, haben es kurz gesehen. Also guckt auf jeden Fall, wenn ihr bei Instagram seid, nachher nochmal das Live an. Da könnt ihr nochmal coole Bilder sehen. Der Nils war auch mega geil mit seinem Fahrrad die ganze Zeit unterwegs, mit seinem Megafon, hat die Leute hier irgendwie, ey, es gibt Brötchen und komm vorbei und hin und her. Mega cool. Ich glaube, der Nils, der braucht ein Megafon, so fest irgendwie eingebaut. So ein Helm oder so wäre gut, oder? Nils ist eigentlich ein Megafon.
Also er hat fast keine Stimme mehr, ne? Ja, so war das Pop-Up und der Start hier mit den ganzen Bekloppten. Auch total viele Kinder mit dabei, haben wir auch noch coole Fotos. Also wie gesagt, da könnt ihr euch noch jede Menge geiler Fotos anschauen, auch hier aus dem Club oder die Leute, die vorbeigekommen sind. Ja, kommt einfach mal dann auf dem Blog vorbei und da haben wir noch einen coolen Artikel für euch. Ja, den müssen wir jetzt noch schreiben. Ja, der kommt ja noch, aber ich will den Druck jetzt ein bisschen hoch machen, dass der fertig werden muss. Alles klar. Kommt. Jo, genau. Und an der Stelle, finde ich, könnten wir jetzt mal die zwei Hosts vorstellen, oder? Ist das jetzt wieder aus hier? Moment. Knopf. Ja, Knopf, da, Knopf. Screen. Wow, also ich muss ja jetzt mal sagen, also das, was der Dennis da auch immer mit der Technik macht, das ist ja der Wahnsinn. Also ich bin ja schon überfordert mit einem Bildschirm, dass ich da überhaupt alle Kommentare richtig sehe und der Dennis hier, Knopf hier und so weiter und so fort. Aber ich wollte nicht ablenken, wir wollten den Oliver und den Nils holen, oder? Genau. Und in der Zeit, da schreibt noch jemand, hat meine Mutter auch ein Dachzelt. Ja, hat sie, aber nicht auf dem Auto. Die hat nämlich mittlerweile so einen kleinen Van als Zuhause, aber einen Dachzeltanhänger. Den habt ihr eben gesehen in den Bildern. Ja. Der war auch am Wochenende im Dachzeltdorf vermietet. Oh ja, genau. Mhm. Da hat jemand drin geschlafen. Genau. Und das ist total toll gefunden. Ist übrigens auch super gut angekommen, ja, im Dachzeltdorf. Mega. Also alle, die sich ein Dachzelt gemietet haben, die waren hellauf begeistert im Dachzeltdorf. Ja. Also richtig geil. Ich habe heute noch Stories gemacht von den Leuten. Ich habe die interviewt und mal gefragt, ey, wie war's? Und da waren auch zwei Kinder, die haben gesagt, oh, es war so cool. Die haben dann im Handschalenzelt haben genau. Ja. Genau, ja. Ja, und der Blick, das muss man dazu sagen, das war echt der Premium-Platz. Ja. Die konnten direkt aus dem Dachzelt aufs Wasser gucken und morgens mit dem Sonnenaufgang aufwachen. Das war aber im Schatten sein. Aber im Schatten sein, ja. Das war einer der wenigen Schattenplätze. Ja, stimmt. Es war warm. Also man kann vielleicht erkennen, ich bin ein bisschen rot geworden. Hier so. Ja, nur ein bisschen. Nee, also wir hatten echt das Bombenwetter. Also da haben wir richtig Glück gehabt. Ne? Auf jeden Fall. So, aber jetzt. So, ja, wo sind sie? Wo ist denn der Oliver und der Nils? Wollt ihr einmal rüberkommen? Rutschen wir zusammen oder wie machen wir? Wir holen hier noch unsere goldene Mitte. Wir gehen ein bisschen nach hinten oder? Ja, ich sag, tu nicht mehr. Ich glaube. Wo komme ich hin? Ab in die goldene Mitte, Jungs. Oder so und so, rechts und links. Ja. Wie wollt ihr? Wie ihr wollt. Passt das? Die Bank kracht, ne? Ja. Oh, jetzt kommen alle. Ja. Jetzt kommen alle. Komm, Holger, komm in die Mitte. Oder so. Dann. Jetzt wird's aber eine mehr. Komm hier, alle rein hier. Holger, sag mal, du kannst den Kopf da sehen. Ja. Du bist übrigens hier oben rein. Achso, ja. Genau. Ja, Jungs, erzähl mal. Also, ich würde jetzt einfach mal ganz frech fragen, was war denn euer coolster Moment hier am Wochenende? Mein coolster Moment war, am Samstagmorgen haben hier rundrum ums Lagerfeuer, um die Lagerfeuerstelle ungefähr, ich würde sagen, 150 Leute gefrühstückt zusammen. Das war geil. Total geil. Das war so entspannt. Pancakes vom Henning, Brötchen, alles Mögliche. Es gab so viele geile Sachen. Alle haben gegessen, alle waren fröhlich, alle haben zusammen gequatscht. Es war so schön. Mein geilster Moment, den wir am besten fanden, das war, als plötzlich schottische Musik aufkam. Oh ja. Das war heute Morgen. Genau. Der Nick mit seinem Dudelsack, das sehr war cool. Richtig geil. Ja, der hat echt Gas gegeben, ne? Ja. Voll gut. In Crocs. Ja. Aber er stand sehr sicher da. Ja, genau. Cool. Das ist total cool. Der ist ja über 2 Meter groß, ne? Ja. Es sieht einfach spannend aus, so dieser 2-Meter-Kerl und dann mit seinen Crocs und ich fand das so. Aber es war irgendwie so eine geile Stimmung und auf einmal kamen alle Leute aus allen Ecken und haben zugehört und ich lag in der Hängematte und so. Ich war auf dem Klo. Wie kommt denn jetzt die Dudelsack-Musik hier? Ich hab's dann in der Story gesehen. Über Storys nicht alles gut sind. Oh ja. Holger. Was war dein schönster Moment? Ich musste gerade lachen. Weil der Holger aussieht, als wäre er geschminkt, weil er sich die Augenbrauen und die Haare versenkt hat beim Braten. Und er hat einfach so vorne andersfarbige Wimpern. Die Wimpern vorne haben jetzt eine andere Farbe. So Kügelchen da oben drauf auf den Wimpern. Das ist richtig schlimm. Ich würde ja sagen. Wolltest du mein Gesicht mal näher an die Kamera gehen? Ja. Mal klimpern. Traumhaft. Ich muss mal sagen, der coolste Moment war, als das Feuer aus meinem Gesicht wieder entwichen ist. Super. Cool. Nee, was war deiner? Ah, das war dein Moment. Der coolste Moment war, als gestern Abend alle satt waren und hier gesessen haben und glücklich waren. Das war der coolste Moment. Oh ja.
Sehr also gut. Diese lächelnden Gesichter, diese Freude, das war schon geil. Ja. Na, guck mal, die Ute schreibt auch, das war großartig in eurem spontanen Dachzeltdorf. Danke für dieses Erlebnis. Sehr oh geil. Ja, die Ute war da. Ja, ja genau, die Ute war da. Ja. Ja. Die Ute. Die Ute. Ah. Kennst du nicht die Ute? Doch sicher, die hat einen total geilen Schuh gehabt. Habt ihr ihn gesehen? Ja, ich habe sogar ein Foto davon. Ja, ich auch. Ja. Ich will den auch haben. So ein Hängematte-Stuhl. Ja, genau. Richtig cool. Diese Sendung enthält Produktplatzierung. Hubert. Herr Hubert Wink. Tschüss, Hubert. Ja, das war echt mega geil. Rebecca, was war eigentlich dein schönster Moment? Oh, jetzt, nee, das, so haben wir das nicht besprochen. Doch. Also mitgehangen, mitgefangen. Ich habe tatsächlich heute total gefeiert. Na, das kann ich jetzt noch nicht sagen, ja? Wegen Spenden? Nee. Also, nee. Ich will nicht, dass es jetzt blöd rüberkommt, aber ich habe total gefeiert, wie cool ihr euch gefreut habt, obwohl ihr heimfahren musstet. Also da waren ein, zwei Kinder, die waren echt traurig. Ja, der eine saß in dem Auto, Papa, ich will nicht nach Hause, lass ich hier bleiben. Und war am Weinen, ja. Ey. Das war schon, ja. Also wir haben ja noch so ein bisschen Verabschiedung gemacht und noch ein bisschen Ulla-Welle und ein bisschen als ihr alle gefahren seid. Und es ist zwar für uns auch irgendwie immer doof, wenn alle fahren und es uncool und so, wenn es vorbei ist, aber ich finde es einfach schön, wenn ihr dann mit so einem Lächeln da alle rausfahrt und euch freut. Und alle haben gesagt, bis bald, bis zum nächsten Mal, wir kommen wieder und richtig cool. Und das ist dann, ja, dann weißt du auch, dass du was richtig gemacht hast. Ja, das war schon geil. Und dass einfach so viele Leute glücklich und zufrieden jetzt nach Hause fahren und ein schönes Wochenende hatten, das ist einfach geil dann. Ja. Ich glaube, das war mein So, Dennis. Ja, auf geht's. Also, wenn ich jetzt meinen Gänsehaut-Moment erzähle, dann ist das der, wo wir das mit den Spenden besprochen haben. Weil wir haben uns überlegt tatsächlich, weil es auch viel aus der Community kam, dass wir gesagt haben, ey, wäre es nicht eine coole Sache oder beziehungsweise super von uns, wenn wir sagen, aktuell sind ja sehr viele von dem Hochwasser betroffen oder von Unwetter und haben teilweise sehr, sehr viel verloren, auch ihr Leben unter anderem. Oder Familienmitglieder oder ihr ganzes Haus. Und wir haben gesagt, wäre es nicht cool, wenn wir das einfach als Spendenprojekt jetzt spontan noch dazu nehmen am Lagerfeuer. Und irgendwie haben alle geklatscht und sich gefreut und fanden das total cool, dass wir das so jetzt noch damit dazu genommen haben. Und hatte ich schon Gänsehaut. Das war schon krass. Definitiv. Und da ist auch so die ein oder andere Träne geflossen. Noch an anderen Momenten auch. Nicht nur da, aber also das war schon, ja. Und ja. Wo wir auch die Spendenprojekte vorgestellt haben, wir hatten ja auch den Ulrich da vom Projekt Löwenherz e.V., ne? Ja. Und als er dann auch erzählt hat, was sie machen und aber da kommen wir gleich noch genau. zu. Ich bin ja schon voll, deswegen habe ich gesagt, das ist schon alles das ganze Projekt vorstellen. Aber das war echt schon emotional, ja. Ja, sollen wir nochmal ein bisschen beim Team erzählen, wer noch so dabei war? Wer so, hier der Nils und der Holger und der Olli, die können nochmal erzählen, wen sie denn alles so noch mit am Start hatten. Ja, auf jeden Fall war dabei für unser Sunny-Team und am Einlass hat uns unterstützt und beim Einweisen und eigentlich überall auch dabei waren Matze und Chrissy, kennt ihr noch aus Haltmühlen. Da war der Matze und die Chrissy zusammen mit mir die Hoss und die waren hier und haben total mitgerockt, die habe ich voll gefeiert. Ja. Matze wäre ja fast mit abgebrannt mit mir zusammen. Der Matze ist Feuerwehrmann und ist dann als aktives Schutzschild eingestellt. Das stimmt gar nicht, der hat mich vorgeschoben. Naja, ist aber taktisch eigentlich gar nicht so unklug, ne? Weil wenn der Sanitäter dann verletzt, ist es natürlich doof. Natürlich, ja. Immer erst sich selbst schützen. Genau. Opfert den Kopf. Ja, nee, mega cool, auch dass die beiden dabei waren, gerockt. Ja. Ja. Und dann hatten wir noch das grandiose, mega geile Küchenteam. Woo! Können wir mal einen Applaus haben für das geile Küchenteam? Die Hälfte vom Küchenteam sitzt übrigens noch da hinten. Ja, die können ja alle mit Vollgas fahren und wir mussten ja auch gerade noch was zum Essen bekommen. Stimmt, ja, genau. Anders geht es nicht. Ja. Da ist noch alles im Start bei dir. Auf jeden Fall deine Frau, die Katrin. Meine Frau, die Katrin, die sitzt da hinten auch noch. Der Mike, der sitzt da auch noch von unserem Küchenteam. Dann der Michael Wegner, den kennen auch ganz, ganz viele. Das ist, glaube ich, Mr. Pulled Pork. Ne? Oder das grüne Monster. Ja. Oder das grüne Monster. Wegen seinem Dutch-Ram. Mr. Pulled Pork passt besser. Ja, ja, genau. Das grüne Monster ist ja sein Auto. Das Auto, weil er immer einen grünen Dutch-Ram fährt. Genau. Ja. Alles grün. Alles grün. Zelt ist grün. Alles ist grün. Der hat sogar grüne Schuhe angehabt. Ne? Echt? Ja, wow. Das habe ich nicht gesehen. All in one. Ja. Und dann hat man noch die Bianca da. Mhm. Und den Pancake-Henning. Bianca ist natürlich, das ist der Hammer. Bianca hat irgendwo auf dem Stuhl gesessen und du hast gesagt, wo sind die Tomaten? Hat sie gesagt, im blauen Anhänger in der orangen Kiste hinten. Geil. Den Auberginen. Es ist faszinierend gewesen. Wir würden heute noch fürs Essen für Freitag suchen, wenn sie nicht da gewesen wäre. The Brain.
Ja, wen hatten wir denn noch dabei? Steffi Stefan hat noch den Kaffee gekocht. Ob oh ja, oh, der war heiß begehrt, der Kaffee. Oh. Steffi hat heute Steffi oder der Kaffee? Beides. Steffi hat heute, ich habe ein verbranntes Heimund, warte mal. Ja, weg. Steffi Stefan hat heute nachgezählt, wir haben 52 Kannen Kaffee gekocht. Jo. Also Kaffee von morgens bis abends, Flatrate, richtig gut. Sollten wir vielleicht beibehalten, fand ich. Gibt Spender, einige ja? Spender durchgekommen, ja. Das ist super. Mhm. Ja, und Henning hat natürlich auch mit unterstützt. Mhm. Ja, wen hat man denn noch? Hat man noch wen da? Ich glaube, von der Küche, das waren Sarah hat, glaube ich, noch mitgeholfen. Sarah, noch Sarah hat noch mitgeholfen. Sarah hat noch mitgeholfen. Und alle, die noch dabei waren. Also ich wollte gerade sagen, es ist immer eine Herausforderung, wirklich an alle zu denken. Also wenn jemand vergessen wurde, dann Schande über unser Haupt. Oder Asche. Ja, schon Asche, also kann er keinen vergessen. Ich glaube aber, das war auf jeden Fall sehr lecker. Und wir kommen bestimmt auch gleich nochmal dazu. Es sind auch durch die ganzen Essensaktionen und Getränkaktionen super viele Spenden auch zusammengekommen. Oh, ja. Also das ist echt, hat sich auf jeden Fall gelohnt für die gemeinnützigen Zwecke. Und es war lecker. Oder andersrum. Ich sag mal so, der Spendenbetrag, der im in den Stories drin war, wer das gesehen hat, den haben wir nochmal ein bisschen erhöht. Ein bisschen. Jo, und Olli, jetzt kommst du mit deinem mega geilen Orga-Team, was ihr alles so vorab geplant habt. Popcorn gab es, Kinderorganisation, Getränke, Brötchen. Ich weiß gar nicht, was. Also ihr habt eigentlich so viel gemacht. Ja, ne? Auch die ganze Orga im Vorfeld auch. Genau, also ist ja hauptsächlich über Olli gelaufen. Genau. Auch, also. Ja. Also weil Olli natürlich jetzt auch hier um die Ecke wohnt und hat hier echt alles organisiert, mit Hubert besprochen, ne? Ja. Ja. Mit Steffi zusammen. Ja. Mit Steffi zusammen, genau. Und liebe Grüße, Steffi. Die ist leider nicht mehr da, aber sie guckt bestimmt zu. Das könnte sein. Ja. Zu Hause sind sie schon. Genau. Heil angekommen mit dem kaputten Auto. Ja, wer war denn noch so dabei bei dir im Team? Sonst meine Kinder. Und die haben auch echt wahnsinnig gerockt. Ja, also die haben richtig Getränke verkauft. Ich wollte gerade sagen, die saßen den ganzen Tag in dem Zelt und haben da die Stellung gehalten. Ja, und die waren cool. Auch gut verkauft. Also das sind ganz, ganz gute Verkäufer. Ja, die sind engagiert. Also mir wurde auch fast Merch verkauft. Oder der Kühlschrank. Den brauchen wir noch. Den Kühlschrank bin ich jetzt nicht. Nee, ich darf ihn kaufen, aber nur, wenn ich einen neuen bringe. Also, das ist gut. Das ist ein guter Deal. Also du musst ihn kaufen und kaufst dann einen neuen. Ja, du musst aber dann selber bezahlen. Ja, also die haben es drauf, die Jungs. Ja, beim Einlass haben die auch geholfen. Ja. Das war auch voll auf jeden Fall unterstützt. Die waren auch schon direkt mit dabei und haben ja auch Schilder aufgebaut und auch den Toiletten noch mitgeholfen. Und also so viele Kleinigkeiten, die hier im Vorfeld dann auch irgendwie angefallen sind und wo so viele Helfer auch mit dabei waren, die dann auch irgendwie spontan noch dazu kamen und so weiter. Ne? Also ist schon geil. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wie wir jemanden vergessen haben. Die Julia, die Julia! Ja! Die Julia, die Background-Queen. Also die Julia hat im Hintergrund sowas von gerockt. Ich habe das immer nur so mitgekriegt, weil wir dann noch irgendwas mit Tickets hatten und hin und her und da musste noch was bezahlt werden. Und die Julia war immer am Start und dann WhatsApp hin und her angerufen und bam, 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 Daten ausgetauscht. Also mega geil, Julia. Ja. Jo. Sie grinst. Wir sehen sie ja da so ein bisschen. Sie sitzt ja im Hintergrund immer mit dabei. Da ist sie. Genau. Ja, und ansonsten war es einfach ein ultra geil organisiertes Wochenende, ne? Ja, auf jeden Fall. Es hat echt Spaß gemacht. Ich habe hier gerade eine Nachricht bekommen vom Pancake Canning mit einem Bild. kann man das irgendwo hinhalten, dass man es sieht? Ja, in die Kamera, einfach da oben. So. Also das ist ein Bild von einem Marshmallow und der schreibt, Angies bester Moment war offensichtlich der gegrillte Marshmallow, ein veganer Marshmallow im Übrigen. dazu wollte ich nochmal vorschlagen, haut doch auch mal bei euch hier in die Kommentare, was denn euer geilster Moment war am Wochenende. Ihr habt das schon teilweise gemacht, ich habe das gesehen, aber ja, denkt doch einfach nochmal zurück an die letzten zwei Tage und was so euer geilster Moment war und haut mal raus. Ich bin gespannt. Der Jens schreibt gerade zwei Wasserflaschen, ein Kennzeichen gekauft, 150 Euro gegeben. Also man muss dazu sagen, das waren natürlich Spenden. Ich glaube, da war auch jemand, der hat drei Flaschen Wasser gekauft und 100 Euro bezahlt oder sowas. Ne? Ja. Also es waren so viele coole Spenden auch mit dabei. Wahrscheinlich der Jens. Und das hier vier Brötchen und 50 Euro gegeben. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, ist echt cool gewesen, also was da an Spenden jetzt auch zusammengekommen ist. Aber dazu kommen wir jetzt noch nicht. Ihr müsst noch ein bisschen warten. 3.998, letzter Spendensumme. Genau, das hat wahrscheinlich gerade der Tilo oder die Julia irgendwie. Nee, das war das Letzte, was wir hier auf der Tafel stehen hatten, heute Nachmittag. Und dann haben wir ja noch mal ein bisschen hier am Einlass, am Ausgang gesammelt und da ist noch richtig viel zusammengekommen. Also. Und Brötchenfete haben wir auch noch gemacht.
Brötchenfeder haben wir auch noch gemacht. Genau. Der Nils ist mit dem Megafon rumgerannt. Ne? Der Nils und sein Megafon, das ist das ganze jetzt Wochenende eigentlich. Du liebst das Megafon, ja, oder? Das auch mit, oder? Es ist im Anhänger, aber kannst du dir gerne mitnehmen? Ich glaube nicht, dass es noch im Anhänger ist. Der Nils hat bestimmt schon längst so. Also, wer weiß, wer weiß. Ich bin dafür, du kriegst sowas fest installiert oben aufs Auto oder so. Definitiv. Oder einen Hut mit einem Megafon. Aber dann brauchen wir definitiv breitere Wege zwischen den Autos, damit ich überall lang fahren kann. Ja, genau. Ja, und deine Stimme ist weg, ne? Wie man hört. Nee, fast gar nicht. Nein. Ja, also wenn man wirklich mit allen quatscht vor Ort oder fast allen quatscht vor Ort, dann ist irgendwann die Stimme weg. Im Background wurde auch gewettet, wann meine Stimme weg ist. Ich habe selber auf Freitagabend getippt, aber naja, es geht immer noch irgendwie. Also bis heute Morgen. Mittag ging es noch. Ja, genau. Also eigentlich. Aber ehrlich gesagt liegt es auch weniger daran, mit allen Leuten zu quatschen, sondern eher daran, dass Nils die ganze Zeit Wuh! Macht. Da schreibt noch jemand gerade, dass sein Highlight am Samstagabend einfach auf dem See gucken und Musik hören war. Das fand ich auch geil. Also wir hatten ja hier gestern Abend Gitarrenmusik noch mit dem Basti und haben hier so aus Herzensseele gesungen und am Lagerfeuer gesessen. Also das war schon geil. Also wir haben ja auch übrigens eine mega coole Feuerstelle. Da auch nochmal vielen Dank an hier den Hubert, dass wir hier das hier nutzen konnten. Und das ist einfach so ein ultra geiler Platz. Das ist Hammer. Ja. Yo. 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 Sollen wir nochmal eben irgendwie da hinten nochmal so Basti und sollen wir den nochmal gleich machen? Komm, ja, gerne. Yo. Yo. Oder wollt ihr noch was erzählen? Weil der hat noch Videos gemacht, die wollten wir noch zeigen. Wollt ihr noch was erzählen? Wollen wir noch was erzählen? Wollt ihr noch was so erzählen? Viel, wir könnten so viel erzählen, aber ja, ich glaube, das sprengt den Rahmen, oder? Meinst du, wir haben noch 31 Minuten. 31 Minuten? Das kriegen wir voll, gar kein Problem. Hier wäre gerade noch ein toller Kommentar, ich sehe ihn nicht mehr. Da. Nee, deine Kommentare sind weg. Das, danke, Thilo. Einblenden, wahrscheinlich. Kein Moment, war so, kein Moment war so gut wie ihr. Seid das Leben und das Herz des Ganzen. Mega cool. Oh Gott. Es war so krass, wie viele Leute auch so gekommen sind und einfach sich so bedankt haben, so für alles einfach. Und ja, einfach so diese Stimmung gefeiert haben. Das war schon cool. Ja, ja, richtig gut. Ja. Wieder raus sein zu können. Es waren noch super viele neue dabei, ne? Ja, ja, ja. Das erste Mal. Ja. Das allererste Mal. Teilweise sogar das erste Mal im Dachzelt, habe ich auch gehört. Und dann direkt im Dachzeltdorf. Ja. Ja. Auf dem Event. Also das war schon Premium. Das schon. Ja. Brauchen wir erstmal so 3 Tage, um alles zu rekapitulieren. Bodo von Salzwedel schreibt, kann man bei Nils nicht ein Megafon installieren? Holger, kriegen wir das hin? Ich bin schon dran. Können wir das vorher nochmal abstimmen, bitte, ob wir das wollen? Das stimmen wir anschließend ab, wenn es drin ist. Klar wollen wir das. Ja. Wir können mal die Batterie raus. Das ist die Klappe auf dem Rücken. Das erste Mal teilgenommen, mega zufrieden, tolle Leute, einfach happy, freue uns auf das nächste Treffen. Ja, geil. Wir uns auch. Ja. Danke, Sabrina. War cool. Ja. Was soll man sagen? Geile Leute, ne? Definitiv. Jo, sollen wir mal den Basti und den Sebastian holen? Die haben nämlich noch ein bisschen geile Fotos und Basti auf jeden Fall mega geile Drohnenaufnahmen noch gemacht. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Mhm. Let's go, oder? Yes. Let's go. Für alle, die bei Instagram sind. Let's go. Ja, danke, dass ihr da wart. Woo! Und dass ihr das organisiert habt. Mega geil. Einmal Applaus. Yo. Ich gucke jetzt nach der Klappe für die Batterien. Hier ist schon eine wichtige Frage, wo ist das nächste Pop-up? Ja. Ja. Ja, das poppt halt auf, ne? Also aktuell ist es so, wir sind dran, wir haben schon ein paar Ideen und sind da schon in Gesprächen, aber wir müssen mal gucken. Ne? Es sind natürlich jetzt auch noch viele Sachen, die man organisieren muss, auch im Hintergrund. Nochmal mit den Behörden reden, mit dem Platzbetreiber und organisieren, braucht man Toiletten, was muss man für Hygienemaßnahmen auch beachten und alles drum und dran. Aber wie gesagt, da sind wir dran und Ich fand, ich fand eigentlich, ja, hat schon alles gesagt. Das ist eigentlich meine Standardantwort auf die Frage. Ja. Die poppen halt auf, ne? Das ist eigentlich noch besser als ja. Das sagt ein bisschen mehr aus. Danke, ich werde es adaptieren. Okay, gut. Ja. Ja. Was ist denn hier mit dem Sebastian und dem Basti? Die Bastis. Der Basti ist eingenickt. Der sitzt da im Schatten. Habt ihr Videos für uns und Bilder? Komm mal her, komm. Die beiden Bastis hier. Ab in die Mitte. In die Mitte? Okay. Ab in die Mitte. Okay. So,
Da bin ich so. Komm mal her. Oh, komm, dann steigt das hier an. Komm, setzt euch. Ja, dann machen wir doch das. Guten Tag. Hallo, Guten liebes Tag. Live. Moin sehen. Ich kann noch ein bisschen rutschen, dann passt es. So, ja. Wunderbar. Hallo! So, Basti 4, das ist Basti 2. Wieso sitzt? Das ist Dennis 1. Und das ist Rebecca 1. Wow! Ich jetzt kriegen wir auch eine Nummer. Rebecca, wir sind die Nummer 1. Wir sind mal mehr als ihr. Wir sind zusammen 6. Jo. Das ist okay. Jungs, wie war das für euch so das Wochenende? Ihr habt ja, also Sebastian hat ja super viele geile Fotos gemacht, hat von Tilo die Kamera in die Hand gedrückt bekommen vor 2 Wochen und hat gesagt, hier, mach mal. Ja. Ja, hast du mal gemacht, ne? Ja, da kann man nicht Nein sagen, ne? Ja. Also viele von den Fotos, die ihr jetzt eben gesehen habt, waren jetzt schon vom Sebastian. Der hat da mega gut gerockt und einfach geil, ne? Ja, ich bin mal ein bisschen mit der Kamera über den Platz gelaufen und habe mir mal die schönsten... Ach, da muss ich Ja, genau. Ja, das ist so, wenn man halt kein Digital Native ist, ne? Ich finde, das ist total anstrengend. Ja, absolut. bisschen über den Platz gelaufen und habe mir die schönsten Szenerien rausgesucht und dann habe ich so getan, als sei ich nicht da, damit ich das Fotomotiv nicht störe und habe auf den Auslöser gedrückt. Ja. Und da sind, glaube ich, ganz lustige Fotos bei rumgekommen und die meisten davon habt ihr ja schon in Instagram gesehen. Oder auf Facebook. Oder auf Facebook. Oder auf YouTube. Oder auf YouTube. Oder alles zusammen. Ja. Genau. Und hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Also es ist immer wieder cool, Leute dabei auch kennenzulernen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen dadurch und eben diese geilen Fotos dabei entstehen zu lassen. Also super Laune, immer schön im Foto festhalten und genau das, was ihr auf den Fotos seht, genau diese Emotionen und diese Stimmung, die hatten wir hier auch gehabt. Also es war super, super geil. Super geiles Wochenende. Danke dir, war mega gut. Ja. Und dann kam auch der Basti. Der Basti. Also, warte mal. Scheiße, ich kann das Foto nicht zeigen. Ich habe ein Namensschild von Rebecca bekommen. Da stand da der Basti mit dir hinten. Ja. Der Basti. Ja, nur für dich. Ich lach schon. Hat jemand ein Foto von Basti und dem Hut? Das müssen wir mal eben erzählen. Also, ihr Lieben. Du hast mir geschickt, gell? Ich habe. Also, wir hatten ja einen Special Guest hier. Genau, wir hatten einen Special Guest. Erzähl mal. Die Inge war da. Die Kennt ihr Inge? Ordnung ist das A. Nee, warte doch. Ordnung ist das A und O. Sie hat gesagt, das darf man nicht so einfach zitieren. Kennt ihr Inge? Oder? Ja, warte. Oh. Das ist die Inge, genau. Die liebe Inge. Ja, ich habe. Fokussiert also, das auch, oder? Ja, tut's eigentlich schon, aber wahrscheinlich zu viele Gesichter drumherum. Okay. Gut. Also, wenn ihr es sehen wollt, guckt mal auf Instagram, YouTube oder Facebook vorbei. Da haben wir es auch gepostet. Da ist die Inge zu sehen. Genau, bei der Ganz Wasserschlacht, genau. Bei den mehreren Bildern. Genau. Ja, die Inge. Die Inge kam vorbei, hat mich begrüßt und hat gesehen, dass ich die ganze Sache schon in der Sonne stand und meinte, so, das geht so nicht. Und hat sie mir erstmal einen ihrer Hüte in die Hand gedrückt und ich bin das Besitzer eines Inge-Hutes. Mit Schleife. Mit Schleife, ja. Ich darf jetzt auf jeden Fall Inge-Hut tragen. Ja, ich habe das. Sehr geil. Ja. Also der Sebastian sucht gerade noch ein Foto raus. Ultra cool. Und der Sebastian, ne, der Basti, oh mein Gott. Der Basti, unser Movie-Basti. Der hat auch ultra coole Drohnenaufnahmen gemacht und während der Sebastian noch das Foto sucht, können wir jetzt mal eine davon einspielen und wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß. Geil, dieses Einhorn, ey. Ja, dieses das legendäre Einhorn. Ja. Gemütlich gemacht bei mir auf dem Auto. Ja, es war super, wird gerade geschrieben von Darin. Auch den Flamingo hat es gefallen. Ja, und der lang gesuchte Ingehut. Da ist er. Ja. Man kann es erahnen. Der Basti mit der Schleife auf dem Köpfchen. Ja, genau. Da oben ist die Schleife. Das fasst auch schön zusammen hier. Es war ein super geiles Wochenende. Alte Bekannte wiedersehen, neue kennenlernen, im Dachzelt schlafen und am See chillen. Schon, das ist eigentlich doch die Beste. Ja. So wird der Artikel. Alles in einem fertig. Satz. Es war einfach geil. Ja. Also mehr kann man einfach nicht sagen. Ne? Es war eine feuchtfröhliche, coole Dachzeitnomaden-Veranstaltung mit ganz vielen tollen Leuten. War wie so ein kleines Familientreffen. Viele neue kennengelernt. Genau. Viele neue, die zum ersten Mal dabei waren, das war nice. Oh ja, da haben sich auch super viele gefreut, so das erste Mal jetzt bei sein zu können. Ne? Ja.
Julio. Und eins haben wir, glaube ich, noch. Ist das das andere da, was du mir noch geschickt hast? Sollen wir es mal zeigen? Das können wir auch zeigen. Ja? Das war von Donnerstag. Ja. Ah, das ist der Aufbau. Ja. Oh ja, da können wir mal kurz einen Zeitraffer zeigen, wie das Dachzeltdorf hier entstanden ist. Das war einfach so geil. Habt ihr eben schon drüber gesprochen, über das Dachzeltdorf? Cool, ja, ganz cool. Ja. Okay. Erzähl mal. War einfach so geil. Wir haben ja bisher schon mehrere von den Dingern gebaut, so wie 3-4 Tage oder mal mehr. Und hier einfach mal 4 Stunden so. Nach 4 Stunden stand das Ding. Und was man dazu sagen muss, ihr habt euch irgendwelche freaky neuen Konstruktionen ausgedacht. Normalerweise haben wir so Dreieckskonstruktionen. Und der Nils und Basti haben gesagt, oh, wir haben ja so viel Zeit, wir machen jetzt mal irgendwie ein bisschen was anders. Und haben dann da irgendwie noch so 2 Stelzen so hochgebaut, genau, ja, am Baum so schräg abgestützt, abgespannt und noch mit so einem Querträger. Und also total cool. Das bedeutet, genau. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, was denn eigentlich dieses Dachzeltdorf? Also es gibt ja auch Dachzeltdörfer, die schon stehen, die auch der, was sie gerade erwähnt hat und mitgebaut hat. Also findet ihr unter dachzelt-dorf.com. Julia holt es euch bestimmt gleich mal in die Kommentare. Also da gibt es Dachzeltdörfer, wo ihr auch das ganze Jahr über ein Dachzelt testen könnt oder auch mal euch angucken könnt, was für verschiedene Dachzelte gibt und Probeschlafen, schönes Wochenende verbringen, wie auch immer. Also das ist genauso geil wie hier, nur halt an verschiedenen Locations. Ja. Und das, die stehen da halt dauerhaft, also wir haben sie jetzt hier wieder abgebaut, aber dort stehen sie dauerhaft und die kann man dann als kleinen Kurzurlaub mieten. Genau, in Fürstenberg, in Borkenberge und in Höfen. Ja. Genau. Also einmal in Niedersachsen, einmal in Brandenburg und einmal in NRW. Dreimal in Deutschland. Ja, genau. Genau, könnt ihr vorbeikommen und bucht euch euer Dachzeltabenteuer, wenn ihr Bock drauf habt. Genau. Yo. Coolio. Yo. Yo, danke euch für die tollen Bilder, für die tollen Videos. Oh, ja. Vielen Dank für die Fotobereitschaft. Vielen, vielen Dank. So, ich überlege gerade, ob wir nochmal 1-2 Fotos gerade. Was war dein schönstes Foto? Was müssen wir unbedingt zeigen? Den Flamingo. Welchen? Wo ich drauf liege? Nee. Ja, doch, den auch bitte. Den auch, ja. Das Dachzelt-Nomaden-Social-Media-Team, beide Arbeit. Das musst du bitte zeigen. Warte, ich suche. Aber da, die können wir auch mal eben kurz zeigen, ne? Den Wasserspaß, den wir hatten. Das war, also wir hatten so einen Spaß. Warte, da fangen wir mal an. So, das zeigen wir nochmal eben. Das ist einfach für alle auf Instagram, da könnt ihr nochmal nachschauen im Feed, da seht ihr auch die Bilder nochmal. Also wir hatten echt Spaß am Wasser mit ultra coolen Aktionen, mit alle Leute haben teilweise Wasserflaschen genommen und irgendwie einer kam noch an, der hatte so eine riesen Spritze, die Inge hat irgendwie sowas auf dem Rücken wie so eine Feuerwehr. Also das Ghostbuster. War, ja, Ghostbuster. Das war, und der Basti mit der Kamera mittendrin. Also da bin ich echt gespannt auf die Aufnahme. Und der Nils, ey, der hat auch seinen Spaß des Lebens. Sehr geil. Das war super cool. Ja, also die Wasseraktion, da hatten wir so viel Spaß. Da ist nochmal die Inge. Einfach mal mit dem Tankrucksack und hinten. Ja. Genau. Ja, Ghostbusters, da sieht man. So geil. Die Inge ist echt eine coole. So, und da sieht man hier, da haben wir unser Wettrennen gemacht. Ja. Und zwar mit allem Möglichen, was schwimmt. Ne? Das war echt auch eine super Aktion. Ja. Wettrennen von einem Ufer da zum anderen. Da ist das Bild. Und hier, liebe Zuschauer, seht ihr das Dachzelt-Nomaden Social Media Team live bei der Arbeit. Ey, im Übrigen, ich habe vorne dran auf dem Sapp gestanden und gepaddelt. Warte mal, das kann man auf. Da kann man so ganz. Da ich chill da so hinten und Rebecca ist am Kämpfen. Stimmt, die war noch im Weg, ne? Ja. Nein, ich habe sie nur langsam weggeschoben. Ah, so, ja. Aber Leute, wollen wir mal in Richtung Spenden gehen? Das ist doch noch ganz viel zu erzählen. Oh ja, den Flamingo musst du noch zeigen. Den Flamingo gibt's noch. Warte, welchen? Den! Da! Der ist cool. Das ist super. Super netter, herzlicher Mensch. Ich weiß leider deinen Namen nicht, falls du zuschaut, kannst du es ja nochmal in die Kommentare schreiben. Ich habe mich super mit ihm unterhalten. Heißt bestimmt Basti. Bestimmt. Basti 5. Jo. So. Genau, also Bilder werden nochmal die Tage folgen. Da müssen wir auch nochmal ein bisschen auswerten, was es noch alles gibt. Und ja. Super geil. Sehr schön. Cool. Jetzt gucken wir mal, ja, was die Spenden machen, oder? Ja. Wir lassen euch allein. Ja. Danke fürs dabei sein. Gerne. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. So. Hallo. Hi, ich bin die Rebecca. Ich bin der Dennis, hallo. Dieses Einhorn hier.
Da, da ist einfach der Hammer. Da. Keine Ahnung, wo es ist. Ja. Da, guck, ich hab's gefunden, da. Das ist übrigens dem Basti seinen Dachzeltersatz, weil er jetzt kein Dachzelt mehr hat und hier alle Autos mit Dachzelte stehen und da haben wir eben das Einhorn oben drauf gemacht. Aber Leute, wir wollten euch ja was erzählen von den Spenden. Oh ja, Spenden. Ja, weil unsere Dachzeltemann-Veranstaltungen sind ja auch immer große Spendenveranstaltung. Also wir versuchen ja immer möglichst viel dafür zu tun, dass wir nicht nur allen Leuten was Gutes tun, die hier sind, oder beziehungsweise nicht nur zusammen eine geile Veranstaltung haben und ein geiles Wochenende, sondern dass wir auch Leute unterstützen, denen es nicht so geil geht wie uns. Mhm. So, das ist eigentlich immer unser Ziel. Mhm. Und wir haben auf jeder Veranstaltung bisher irgendein Spendenprojekt gehabt. Wir hatten auch 2019 ganz viele Veranstaltungen, wo wir reine Spendenprojekte gemacht haben, also wo wir reine Spendenveranstaltungen gemacht haben. Die Meetups, genau, die Meetups. Ja. Das war so verrückt, ey. Das müssen wir noch mal eben kurz sagen. Das waren wirklich so kleine Treffen, 50 bis 200 Leute so. Ja. Also die letzten waren ein bisschen größer dann. Und was da zusammengekommen ist, auch an Spendensummen, also das war jedes Mal berührend, auch in Nordhessen. Nordhessen, ich glaube, da erinnern sich noch sehr, sehr viele dran, diese emotionalen Momente, wo man dann am Lagerfeuer saß und die Spenden übergeben wurden. Ja, da kommen mir heute noch ein bisschen die Tränen. Oh, Rebecca guckt schon auf die Zahlen. Oh, oh. Ich hab ja hier am Samstag ein bisschen gewitzelt und habe gesagt, dass wir dann die Spendensumme, wenn sie aktuell ist, dann auf der Tafel, die wird sich dann automatisch aktualisieren von der Excel-Tabelle. So eine Kreidetafel, ne? Von der Excel-Tabelle auf die Kreidetafel. Und hier gucke ich jetzt gerade drauf und die Julia tut im Hintergrund die Zahl gerade aktualisieren. Das hat sich wirklich jetzt automatisch aktualisiert, so wie wow. Ja, wow. Also Leute, wir hatten Warte mal, wo wir gerade sagen, ja, aktualisieren. Ja, warum aktualisiert sich das denn noch? Ist ja gar keiner mehr hier. Ja, weil die Leute einfach geil sind. Also ihr könnt noch spenden, ja. Das ist das Thema. Ja, ja. Also ihr könnt jetzt noch spenden. Ja. Jetzt. Ja. Ja. Und los. Und wie? Ja, und los. Ja, aber wie denn? Also. Nein, ich muss, glaube ich, ein bisschen genauer erklären. Okay. Also wir haben ja gesagt, wir spenden zwei Spendenprojekte. Und zwar einmal das Spendenprojekt Löwenherz. Das ist ein Kinderhospiz in Süke. Süke heißt der Ort, gell? Ja. Und das Projekt Lebenswunsch e.V., das ist ein Verein, der letzte Wünsche erfüllt. Da können wir gleich auch gerne noch was kurz zu sagen. Und wir haben uns jetzt hier auf der Veranstaltung dazu entschieden, dass wir auch noch die Hochwasserbetroffenen bespenden wollen mit ebenfalls einem Drittel der Spendensumme. Mhm. Und so ist jetzt die Spendensumme entstanden, die jetzt Betrag X ist, wir sagen es euch gleich. Und da geht jetzt quasi ein Drittel dieser Spendensumme an jeweils diese drei Projekte. Genau. Ja. Und aber der Tito und die Julia, die haben so da daheim gesessen und haben auch nochmal vorbereitet, dass wir generell auch nochmal eine Spendenaktion für die Hochwasserbetroffenen machen. Oh ja. Also, dass wir das nochmal unabhängig von dem Event jetzt machen und dass man von zu Hause aus auch spenden kann. Wir haben das heute Mittag schon in die Stories in Instagram reingehauen. Da sind schon super viele Spenden reingekommen. Also, da sind schon über diese Instagram-Story jetzt heute über 600 Euro Spenden reingekommen. Also, es ist schon wieder der Hammer von zu Hause. Die Leute waren nicht vor Ort. Ja, die waren nicht hier. Ja. Von zu Hause über Instagram gekommen und wir hauen euch das jetzt hier auch nochmal in die Kommentare rein, wo man nochmal spenden kann über PayPal. Genau. Also, ihr könnt es auch gerne noch weiterhin machen. Also es ist jetzt nicht gebunden an diese Veranstaltung, sondern generell an, dass wir eben Spenden weiterleiten an eine Organisation, die sich für die Hochwassergeschädigten oder Betroffenen einsetzt. Da gibt es so einen PayPal-Me-Link, vielleicht findet die Julia den. Wenn man da direkt drauf drückt, dann kann man dort direkt spenden. Oder ihr könnt halt auch einfach die E-Mail-Adresse eingeben. Das ist Spenden. Jetzt muss ich wieder richtig sagen, ne? Spenden@dachzeltnomaden.com. Genau, ich schicke gerade mal die Adresse, aber Julia hat die bestimmt. Die PayPal@me oder PayPal, ja. PayPal.me, genau. Genau, ja, bitte. Ja, genau. Dann drückt ihr einfach auf den Link, der kommt jetzt gleich bei euch rein. Und auch bei Instagram müsst ihr einfach dann auf PayPal gehen und dann auf spenden@dachzeltnomaden.com. Und das geht alles zu 100% in diese geilen Projekte rein, die halt was für die Menschen da draußen tun, denen es halt einfach nicht so gut geht wie uns hier. Und die halt auch vielleicht dann jetzt einfach unter diesen Wetterbedingungen beziehungsweise diesen Unwettern und diesen Überschwemmungen, ja, wie kann man das sagen? Es bewegt mich halt so und ich habe auch diese ganzen Nachrichten gesehen und ja, das nimmt mich halt schon irgendwie mit, weil es auch teilweise so in Gebieten ist, wo ich halt auch schon selber viel war und auch Leute kenne und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist schon krass, also ich habe auch am Samstag hier gestanden und es hat mich auch ziemlich bewegt da in dem Moment, also dann, als wir darüber gesprochen haben, auch, dass es uns halt echt gut geht und dass da viele Leute jetzt gerade völligst unvorbereitet irgendwie in einem Desaster versinken, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist schon echt
Kann man sich so gar nicht vorstellen, irgendwie, denke ich. Nee, ich meine, also wir wohnen natürlich jetzt irgendwie im Auto und sind irgendwie so unterwegs und haben jetzt auch nicht so viel, wo wir jetzt so dran hängen, aber ich meine, wir können uns ja selber noch dran erinnern, in der Zeit, wo man am Haus gewohnt hat und wenn man überlegt, man kann nicht mehr nach Hause kommen, man hat keinen Ort mehr, wo man hinkommt oder Familien, die betroffen sind und irgendwie man hat alles verloren oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar jemanden verloren dadurch. Das ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht, das ist unvorstellbar einfach und ja, einfach vielen Dank an alle Helfer da draußen, die wirklich da jede Minute investieren. Ach guck mal, Nils bringt noch eine Jacke für Rebecca, weil der so kalt ist. ja, und genau, das haben wir gesagt, das wollen wir einfach unterstützen. Das haben wir am Lagerfeuer mit allem Mann abgestimmt und ja. Genau. Vielleicht erzählen wir euch nochmal kurz was zu den Spendenprojekten, die wir jetzt bespenden, also die wir auch schon vorher, mit euch abgestimmt hatten. Mhm. Also wir machen es ja immer so, dass ihr Spendenvorschläge einreichen könnt und wir gucken dann, was am besten passt zu den Kriterien, die wir vorgeschlagen haben. Und dann kam da in diesem Fall jetzt hier raus eben das Kinderhospiz Löwenherz in Sücke. Mhm. Das ist auch das, was der Uli hier vorgestellt hat. Also Ulrich. Uli ist ein Spitzname. Ach so, ja, okay. Ich fand das muss man kurz dazu erzählen. Der hatte dann so seinen, hast du diesen Löwen? Ja, der ist bei mir im Dachzelt. Patrick! Nee, der ist doch im Dachzelt. Ja, aber komm, ich finde diesen Löwen so cool. Ja. Also der Ulrich hat so einen kleinen Löwen vorbeigebracht, den hat er der Rebecca übergeben und hat gesagt, sie soll ihn in Ehren halten. Und einfach als kleines Dankeschön von dem Projekt an sich, die uns einfach sagen wollten, sie finden es total cool, dass wir das unterstützen. Und er hat dann auch nochmal am Lagerfeuer allen erzählt, was sie denn eigentlich machen. Genau, also es ist ein Kinderhospiz, die vor allem für die Kinder und Jugendlichen, die dort betreut werden können, also in acht Kinderplätze, acht jugendliche Plätze, genau. Vor allen Dingen für die Familien ermöglichen, dort einen Urlaub zu machen. Mhm. Also das fand ich auch nochmal spannend so zu hören, dass es jetzt weniger um die Sterbebegleitung geht in diesem Fall, in diesem Kinderhospiz, sondern mehr darum, dass eben die Familien, wo ja auch oft dann noch Geschwister und natürlich auch die Eltern betroffen sind, dass die dann eben nochmal einmal im Jahr, glaube ich, eine Auszeit machen können und das es fand ich auch super spannend, so zu hören. Also richtig coole Arbeit, die da machen. Das ist eine Projekt. Und das zweite Projekt ist das Projekt Lebenshilfe e.V. Dieser Verein ermöglicht Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, einen letzten Wunsch zu erfüllen. Also es kann zum Beispiel sein, nochmal an die Nordsee zu kommen oder Starlight Express zu sehen. Das war eine coole Story. Ja, also es war wirklich ganz cool. Oder Dinge, die man halt sich nochmal wünscht, die Familie nochmal sehen und ja, das berührt mich auch immer sehr, weil es einfach halt nochmal ans Herz geht, wenn man nochmal einen letzten Wunsch erfüllt bekommen kann. Ja, und so in dieser heutigen schnelllebigen Zeit, wo man einfach so, alles so schnelllebig ist, einfach mal wieder so den Menschen einfach auch würdigen, das Leben an sich und einfach was zurückgeben und einfach so das Leben an sich irgendwie wieder, diese Wertschätzung da wieder geben und was zurückgeben, wenn es einem selber gut geht, das ist irgendwie, das fand ich so schön, dass das auch einfach dieses Wochenende wieder so gelebt wurde, weil man ja echt so über dieses ganze Jahr viel mit diesem oder anderthalb Jahre jetzt mit diesem Corona-Thema immer beschäftigt war und viel so bei sich war und auch nicht viel mit anderen Menschen zusammen. Und dann hier am Lagerfeuer zu stehen und dieses Gefühl wieder zu haben, dass man gemeinsam jetzt was Gutes tut und für die Leute da draußen, denen es nicht so gut gehen kann, was zurückgeben kann, das war irgendwie, ist immer wieder richtig krass auch für uns. Ne? Ja. Ich habe hier eine gute Soufflöse auf der anderen Seite der Leitung sitzen, die geschrieben hat, es ist natürlich der Lebenswunsch e.V. und nicht Lebenshilfe e.V. Lebenswunsch, Das ist auch der letzte Wunsch, also hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Ja, aber alle Informationen dazu findet ihr dann auch später nochmal bei uns auf dem Blog und da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Vielleicht können wir auch nochmal die Links von den Projekten auch nochmal in... Ist bestimmt schon passiert, denke ich mal. Ist schon passiert? Bestimmt. Ich bestimmt. Glaub, bestimmt. Ah, guck mal da. Ja, okay. Da wird es direkt eingeblendet. Danke nochmal dafür, für die Background-Arbeit, ihr beiden. Yo. Ja, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, über welche Spendensumme wir überhaupt reden. Aber ich erzähle euch erstmal, wie die Spenden zusammengekommen sind, nochmal kurz, oder? Also wir haben ja schon gesagt, dass wir Spenden immer sammeln über Essensprojekte oder über generell Projekte, die stattfinden. Zum Beispiel auch über... Ich will auch wissen, wie viel. Wir sagen es gleich laut. Wir sagen es gleich laut, wie hoch der Betrag ist. Ja. Gut. Was ich gerade sagen wollte, zum Beispiel auch die Melanie hat geschminkt, Kinderschminken gemacht, da kam auch was zustande. Oder auch die Pancakes morgens von Pancake Canning oder eben auch das Essen von den Hansmännern. Also, dass wir eben. Was denn? Die den Hansmännern. Die Hansmänner, die Hansmänner. Das hansmannische Team dahin. Das hansmannische Team. Das Küchenteam, genau. Also, dass da ganz viele Spenden zusammenkommen. Oder auch durch den Kaffee oder auch durch den Brötchenservice tatsächlich. Also, dass
wir da einfach gucken, okay, ein Brötchen kostet 40 Cent und wir nehmen einen Euro dafür und die 60 Cent landen einfach in der Spendenbox. Auch Dachzeltdorf, da kommt ne? super viel zusammen, genau. Auch die Benachtung im Dachzeltdorf waren Teil des Spendenprojekts. Oder es gab auch tatsächlich Leute, die einfach nur einzeln was gespendet haben oder eben auch 3 Flaschen Wasser mit 150 Euro bezahlt haben. Also, ja, also Getränke oder was auch war, dass ganz viele einfach so nochmal hingekommen sind, nachdem wir die Spenden bekannt gegeben haben. Ja. Auch nachdem Basti Gitarre gespielt hat. Da hätten wir eigentlich auch nochmal sagen können, ey, komm, das. Collective. Und wir standen auch nochmal am Ausgang, als die Leute gefahren sind, haben nochmal uns verabschiedet und hatten einfach die Spendenkasse irgendwie da stehen. Und die haben auch nochmal echt so viel. Die haben wirklich, da war einer, der hat sein ganzes Portemonnaie genommen, das ganze Kleingeld, alle Scheine, die drin waren, und hat alles reingesteckt. Und da habe ich gefragt, kommst du denn jetzt noch nach Hause? Und er so, ja. Man kann ja mit Karte zahlen. Also das war echt schon cool. Und das war einfach dieses, wieder was zurückgeben. Ne? Ja. Schön. Ja. Ja, also, wer will jetzt die Spendensumme wissen? Oh. Also wir hatten ja, gestern Abend hatten wir 2.312 Euro. 2.312, genau. Dann hatten wir heute... 3.000, da steht es. Da steht es eben, genau. Die letzte Spendensumme, die ihr kennt, sind 3.998 Euro. Mhm. Und dann kam noch mal ein bisschen was dazu. Ein bisschen, ja. Ein bisschen was. Was kam denn da alles noch? Also da war noch das Frühstück, was wir dann noch hatten. Dann gab es noch mal das Essen von Holger. Am Auslass noch mal die ganzen Genau, ganzen am Auslass noch mal. Der Nils ist noch mal, also, und der Nils und der Matze sind noch mal mit dem Brötchen rumgelaufen und haben noch mal die letzten Brötchen alle abgegeben, die wir noch so hatten. Und eigentlich so einfach, ja, und da kam ja auch noch so eine spontane Geschichte eben noch dazu. Das gleich noch was, ja. Aber ich will euch jetzt nicht länger auf die Feuerspalten. Auf die Feuerspalten. Auf die Folterspalten. Mann! Rebecca! Sag du's. Was? Sag du's. Also, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Nein, du sollst die Zahl sagen. Ach so, also ich dachte, ich soll deine Sätze korrigieren. Also, die finale Spendensumme stand jetzt, da wissen wir noch nicht, was jetzt per PayPal reingekommen sind aktuell. Hört ihr zu? Wir haben aktuell die Summe, passt auf. Ganz vorne steht eine 4, eine 9, eine 5, eine 9,05. Also, 4.959,05 Cent. Alter! Also, wir haben ja gestern gesagt, wenn... Da ist ein Zahlendreher drin, wer auch immer das gerade von euch reingeschrieben hat. Julia und Rebecca, Thilo. Ist das korrekt? Warte mal. Das ist schon korrekt so. Nee, aber das ist eine 5 vorne. Und du hast da eine 4 stehen. Ja, die 4.959 ist richtig. Ja, aber da steht 5. Moment. Jetzt müssen wir nochmal kontrollieren. Jetzt müssen Sie mal eben gucken, hier. Rebecca schreibt schon in WhatsApp. Moment. Guck mal, 140 Leute warten schon auf die wirklich finale Spendensumme jetzt. Okay, nee, also ich bin mir schon sicher, es sind 4.959 und ich erkläre euch da noch was dazu. Wo waren wir jetzt? Ja, aber die Einblendung hier ist im Video falsch. Ja, ich kann die nicht wegmachen. Ja, dann müssen. Guck mal. So, sie ist weg. Also Leute, 4.900... Wir heißen übrigens Thilo die ganze Zeit, ne? Sind 4.959 Euro. Das teilt sich dann auf die 3 Projekte. Wie wir gesagt haben, sind dann quasi 1.653 Euro für jedes Projekt. Mhm. Und wir haben gestern Abend noch gesagt, hier, als wir zusammenstanden, oder gestern Mittag, als wir die erste Summe verkündet haben. Da steht immer noch die falsche Zahl. Ja, vielleicht lassen wir es. Ist ja egal. Also wir haben gestern noch gesagt, als wir hier zusammenstanden, dass es cool wäre, wenn wir 1.000 Euro für jedes Projekt zusammenkriegen würden. Und ich habe wirklich nicht gedacht, dass noch so viel zusammenkommt, weil wir 2.312 Euro gestern Abend hatten. Ja. Und wir dachten dann noch, dass wenn 1.000 Euro zusammenkommen, das wäre schon cool. Ja. Ja, und dann jetzt irgendwie, dann sind wir irgendwie bei 4.959 Euro jetzt. Ja. Also das ist schon der Hammer. Da sind übrigens, und 5 auch, Cent. Übrigens auch noch die Spenden dabei von dem Dachzelt Pop-Up Heidmühlen und Kallnach, dürfen wir nicht vergessen zu erwähnen. Also die sind da auch noch mit dabei. Genau, wie viel war das nochmal? 720 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ja. Ja. Und dann, Leute, vielleicht kommen wir jetzt auf einen Nenner. Und dann ist und was dann passiert. Oh ja. Und dann nämlich kam jemand auf mich zu, der mir einen 500-Euro-Schein in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ich möchte anonym bleiben, ich möchte es auch gerne an die Hochwasserbetroffenen spenden, aber hier hast du 500 Euro, macht was Gutes draus. Wow. Ich glaube, ich habe noch nie einen 500-Euro-Schein gehabt und es ist einfach so geil, den einfach weitergeben zu können an eine gemeinnützige Organisation, die wirklich Leute hilft, also die wirklich nötig haben. Also richtig geile Nummer. Ich habe voll Gänsehaut. Und dann haben der Thilo und die Julia ja noch im Hintergrund die Spendenaktion aufgemacht, dass man über PayPal auch nochmal spenden kann und dass die Spenden, die dort reinkommen, jetzt auch an die Hochwasserbetroffenen gehen.
Und da sind auch nochmal irgendwie 500 Euro zustande gekommen. Und ich glaube, jetzt kommen wir auf den Betrag, den wir aktuell haben. Oh, jetzt. Von diesen. Oh, das ist noch mehr? Ja, ich weiß es noch gar nicht. Es ist jetzt nochmal 1000 Euro dazugekommen. Also ich muss jetzt gerade mal gucken, was jetzt die aktuelle Summe ist. Für alle, die jetzt auf Instagram gerade zuschauen und nicht alles sehen, was wir hier gerade zeigen oder eingeblendet wird, ihr könnt nochmal im Feed gehen und geht einfach mal auf diesen Beitrag, da findet ihr alle Informationen und könnt nochmal alles nachlesen. Einfach bei uns aufs Profil gehen und da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ja. Ja, nicht nur da, auch auf dem Blog findet man es tatsächlich nochmal. Ja, aber jetzt nur für die Instagram-Leute, sehen es ja alle. Jo, jetzt auch mal raus da, ich bin voll nervös. Ich bin total verwirrt hier. Also wir haben jetzt nochmal durch diese Sportspende von 500 Euro und durch aktuell 811,65 Euro, die wir über PayPal jetzt schon von euch im Laufe von einem halben Tag zusammenbekommen haben, haben wir jetzt insgesamt für die Hochwasser Betroffenen 2965 Euro zusammen. Also das ist so viel, wie ich jetzt nicht gedacht hätte, dass wir überhaupt insgesamt zusammen haben. Also es ist echt der Wahnsinn. Wir sind jetzt insgesamt an der Spendensumme, die jetzt am Wochenende zusammengekommen ist, von 6.270 Euro. Also das ist der absolute Oberburner. Scheiße. Zusammen mit Kallnach und Heidmühlen. Also und es steigt hier wirklich sekündlich. Also die Julia aktualisiert es im Hintergrund immer. Es ist, ihr könnt voll gerne noch spenden, wenn ihr noch irgendwie einen Zehner übrig habt oder 20 Euro oder wie auch immer, über PayPal, und wir leiten es dann weiter an eine gemeinnützige Organisation, die eben im Hochwassergebiet hilft. Oh, ich habe es gerade so, ich bin sprachlos, ey. Es ist so geil. Schön, oder? Habt ihr das mitbekommen? Nee. Wir haben jetzt insgesamt 6.270 Euro. Ja. Fancy, oder? Boah, ey, Hammer. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, keine Ahnung, ich bin sprachlos. Bing. Oh, da kam eine Nachricht, die war bestimmt wichtig. Ja, also ich fasse euch nochmal zusammen, weil das, glaube ich, vielleicht ein bisschen verwirrend war. Also wir haben 1.653 Euro für den Lebenswunsch e.V., 1.653 Euro für den Löwenherz Kinderhospiz und aktuell, es steigt jetzt wirklich sekündlich hier, aktuell 3.013 Euro für den Hochwasser Betroffenen. Und es steigt und steigt, weil wir können einfach jetzt aktuell noch spenden. Ihr könnt gerne noch über PayPal eure Spende loswerden. Und wir schauen dann, dass wir das an Organisationen weiterleiten, die das Geld wirklich cool einsetzen können und da dann helfen können, wo Hilfe gebraucht wird. Und da würden dann die weiteren Spenden jetzt eingesetzt werden. Instagram funktioniert nicht, sehe ich gerade. Ich muss mal schnell dahinter die Kamera. Oh nein! Deswegen hat es vielleicht gebingt. Ja, das kann gut sein. So, muss ich jetzt irgendwas Lustiges machen? Wir gehen einfach nochmal live. Ja. Verbindung mit überprüft. Also ich kann es ja nochmal sagen für alle, die jetzt noch da sind. Es ist wirklich, wirklich krass, was da jetzt zusammengekommen sind. Also wir reden hier von 300 Leuten, die zusammen sind, und wir haben eine Spendensumme mit euch zu Hause zusammen natürlich, die jetzt über 6.000 Euro ist. Also das ist wirklich abgefahren. Das hätte ich niemals gedacht am Samstagabend. Also es ist wirklich richtig fancy. Ich muss mal eben gucken, Rebecca. Ich brauche noch eine Sekunde. Dennis guckt total verwirrt da hinten. Ah. Verbindung mit überprüft. Warte, Moment. Ja, ich warte noch mal kurz. Wir sind jetzt wieder live. Ja, was soll ich da noch sagen? Also ich hoffe, dass wir da noch wirklich was Gutes tun können mit den Geldern, also dass wir die cool weiterleiten können. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Wir haben da noch keine Organisation, an die wir die Spenden leiten können. Also wir möchten da gerne auch eure Meinung noch dazu wissen, beziehungsweise auch eure Ideen nochmal sammeln. Wir haben jetzt auch am Wochenende schon ganz viele Leute gehabt, die dann noch Ideen weitergeleitet haben, auch von Einzelschicksalen und auch nochmal zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber sie hat mir das auf jeden Fall per E-Mail auch geschickt, also ich hab's, dass wir eine Organisation unterstützen können, die eben dann auch vor Ort hilft, weil sie vor Ort tätig sind und dort wohnhaft sind und so weiter. Also wenn ihr da irgendwen kennt, wo ihr sagt, ey, das ist eine geile Orga, da kann man auf jeden Fall was hinüberweisen oder hinspenden, und dann können wir dann gucken, wie wir die Gelder gut aufteilen. Der Thilo hat auch nochmal heute in der Story, das seht ihr auf Instagram oder auch auf dem Blog nochmal, eine Webseite geteilt, die auch nochmal unabhängig von unserer Spendenaktion jetzt nochmal gut auflistet, wo verschiedene Spenden hingehen können oder welche Organisationen sich dann zielgerichtet für die Hochwasserspenden einsetzen. Und das ist nochmal eine coole Übersicht, wo man dann sich da informieren kann. Genau.
Ich finde, es ist. Also der Aufruf war eigentlich, wenn ihr wisst, wo die Spenden gut aufgehoben sind in Richtung Hochwasserbetroffene, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an mail@dachzeltnomaden.com und wir schauen dann, wo das Geld am besten aufgehoben ist. Jo. Ja. Ich bin keine Ahnung, ich bin wie so sprachlos. Oh. Ist. Ja, ist schon echt der Hammer. Ja, also für alle, die jetzt noch bei Instagram wieder reingeschaltet haben, wir waren kurz weg, da war irgendwie ein technisches Problem. Also ihr könnt auch nochmal das Ganze live anschauen. Ich werde es nachher nochmal hochladen. Also da kommt das komplette Live dann auch nochmal rein. Und dann, wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr da nochmal durchschauen als EGTV-Video nachher. Jau. Ja, wolltest du nochmal in die Spendensumme sagen? Wir haben jetzt schon über 1.000 Euro bei PayPal aktuell heute zusammenbekommen. Heute? Also wir sind jetzt bei einer Spendensumme von knapp 6.500 Euro und es steigt und steigt und steigt. Also da da kommt, glaube ich, noch was zusammen von euch. Sehr cool. Oh. Das ist so krass, ey. Ja, also dieses Wochenende war der Hammer. Es ist noch der Hammer. Wir hatten ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Richtig cool, mit so vielen Leuten zusammen irgendwie hier ein geiles Wochenende zu feiern und Spaß zu haben und Gemeinschaft zu haben und eben jetzt auch noch so viel gemeinsam tun zu können für gemeinnützige Zwecke. Das wir zählt halt. Ne? Das wir zählt halt. Also das ist echt, fühlt sich jetzt richtig, richtig gut an, richtig rund an. Und ich glaube, so können wir einfach weitermachen. Und wann auch immer und wo auch immer die nächsten Pop-Ups stattfinden werden, ich denke, das ist eine, wird bestimmt genauso gut. Schön. Ich freue mich wieder, wenn wir da noch mehr geile Projekte irgendwie dieses Jahr noch unterstützen können und wieder uns treffen können am Lagerfeuer. Und ja, es wird schön. Ach, Leute. Ich bin gerade so, keine Ahnung, ich bin einfach sprachlos. Die Julia schüttelt gerade mit dem Kopf. Die weiß auch nicht, die ist überwältigt, weil da wahrscheinlich gerade die Zahlen voll abgehen. Ja, und der Thilo macht auch schon so. Ihr seid einfach geil. Wir müssen einfach jetzt noch ein bisschen weiterreden. Wir machen jetzt einen Ticker hier, oder was? Genau, und ich sage jetzt einfach regelmäßig, wenn sich hier irgendwas aktualisiert. Genau. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr Feuer machen, oder? Also ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr euch da noch weiter informieren wollt, wie so die aktuelle Lage ist, auf dem Blog gucken bei uns. Es ist wahrscheinlich irgendwie, ich habe noch gar nicht geguckt, um ehrlich zu sein, irgendwo im Menü ganz oben drin. Und dann findet ihr es da. Julia schickt euch den Link, er ist schon hier, super. Ah, da, guck mal. Genau, da findet ihr die aktuellen Zahlen dann, wenn wir gleich nicht mehr da sind. Wir sind noch da, aber nicht mehr live. Ja, nicht mehr live. Und wir lassen es auf jeden Fall auch noch offen und informieren euch da über den Blog und auch über den Newsletter nochmal, wie der Stand ist. Und auch wenn wir dann Spendenvorschläge von euch bekommen haben und welche ausgewählt haben, wo dann die Gelder hingehen soll, dann werden wir euch auch nochmal informieren, auch über den Newsletter mit Sicherheit, wo die Spenden dann jetzt hingerichtet werden und wie die hoch die sind und so weiter und so fort. Also ihr könnt gerne noch weiter spenden, unabhängig jetzt von dem Live heute. Die Spenden-Hotline sind offen. Wir gucken, dass wir die Spenden wirklich an coole Organisationen, die vor Ort helfen, richten. Und ja. Was stand da gerade? Warte, mach nochmal zurück. 6.200? 6.475 haben wir aktuell. What? 6.475. Alter, alleine einfach heute nur über PayPal, nur weil. Gesamtsumme, Gesamtsumme. Nee, also 1.000 Euro meine ich jetzt. Ja, 1.000 Euro heute über PayPal, ja. Richtig cool. Ich bin irgendwie sprachlos, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist so. Es ist schön. Ja. Schön. Will jemand noch was sagen von euch? Ihr habt es nicht mitbekommen. Also wir haben jetzt aktuell eine Spendensumme von knapp 6.500 Euro insgesamt. Und es wird immer mehr. Also ihr seid geil da draußen. Genau, weil so coole Leute da sind, die noch auch eine Runde spenden. Ja. Geil. Das ist einfach... Es ist einfach. Es gibt eine Spendenlaola. Spendenlaola. Oh, warte. Ich habe es nicht gehört. Das üben wir noch. So schön. Wir finden heute irgendwie kein Ende, gell? Nee, ich genieße einfach gerade den Moment so. Das ist einfach schön. Tu das. Ja, guck mal, der Nils macht jetzt noch ein bisschen großes Feuer da hinten. So schön, damit es auch wärmer wird wieder und die Rebecca nicht so friert. Oh ja. Auf einmal ist zugezogen hier. Aber wenn es Pop-up rum ist, kann das Wetter auch doof werden. Ich glaube, es sieht eher eine Gänsehaut, die ich gerade habe, dass ich so, Ach, schön. Wir müssen eigentlich jetzt alle nochmal zusammen schwimmen gehen, oder?
Oh ja, sollen wir noch eine Runde schwimmen gehen? Und wir, also wir können euch jetzt nicht mitnehmen, weil ich kann jetzt nicht Laptop, Kamera und alles mitschleppen. Und dann ist er doch mal ein bisschen flexibel. Aber vielleicht machen wir noch eine Story, oder? Wir machen noch eine Story und feiern einfach nochmal dieses geile Pop-up hier und schicken euch nochmal ganz liebe Grüße. Und auch nochmal für die Leute auf Instagram machen wir nochmal zum Upswipen in der Story, dass ihr nochmal spenden könnt. Und ja, herrlich. Herrlich. Ja. Ja, sollen wir noch was sagen oder genießen wir jetzt einfach den Moment? Guck mal, da kommen noch total viele tolle Kommentare rein. Bei euch weiß man nicht, dass Dennis das Geld ankommt. Ja. Wer hat das denn jetzt geschrieben? Dennis ist super süß, Bodo von Salzwedel. Oh, danke euch. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mal ein Pop-up im Süden starten, damit ich einen coolen Socken, damit ich euch coolen Socken mal treffen kann. Hier Mondfeuer, wir sind voll dran. Gerne was im Süden starten. Wir scheitern nur nach wie vor an den Behörden. Aber ich verspreche euch, dass wir die nächsten Tage und Wochen uns dran setzen werden und ein neues Pop-up, ein nächstes Pop-up für bald irgendwann in diesem Theater an den Start bringen werden. Also es ist uns auch sehr gelegen und wir wollen das auch voll gerne machen. Und wir haben auch voll viele coole Locations und voll viele coole Hosts, die auch im Raum Bayern, Baden-Württemberg am Start sind. Und wir wollen ganz Deutschland noch. Da, nee, weil wir jetzt aktuell über Süden reden. Also wir wollen da wirklich gerne was machen und ja. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Jawohl. Also wir haben echt so viele coole Locations noch, wo wir jetzt gerade am Planen sind. Also das wird noch geil dieses Jahr. Auf jeden Fall. Und wir haben auch noch Portugal. Ne? Gucken wir mal, was daraus wird. Aber ja. Was war das nochmal für ein Datum? Hat jemand das Datum? 20. bis 22. August, wenn es ein Wochenende ist. Du und Julia machen so und zeigt uns auch. Super. Wie gut, dass die gar keine Ahnung haben im Live sitzen und die Ahnung haben, nicht im Live sitzen. Guck mal, da kommt es nochmal eingeblendet. 20. bis 22. August. Genau. Cool. Alle Informationen findet ihr auch bei uns auf dem Blog. Jo. Ja. Gibt's noch was? Haben wir noch alles? Nee, ist alles gut. Warte, ja? wir gucken mal, ob noch was Neues dazugekommen ist. Wir aktualisieren jetzt noch ein letztes Mal. Ein letztes Mal. 6475 steht da unten. 6475, das ist auch die Zahl, die ich hier habe, aber die ist von 20.05 Uhr. Julia, gib alles. Oh Gott, da ist was passiert. Okay, jetzt bin ich gespannt. Oh. Das ist echt Hammer. Meinst du, wir kriegen das noch hin? Noch mehr als jetzt schon? Wir haben ja bestimmt auch noch Spenden auf unser Bankkonto, Spendenkonto bekommen. Die kommen ja auch morgen erst rein, gell? Also die kommen ja nicht an einem Sonntag. Mhm. Da kommt bestimmt auch noch was zusammen. Wollte auch noch. Oh, da ist der. Ich habe Angst, da kommen welche. Ist es jetzt anders. Wir haben jetzt 6.504,20 €. Also wir haben jetzt die 6.500 € geknackt. Krasser Scheiß. Über 6.500 €, ey. Das waren unsere Nummern, Girls. Der Nils hat echt auf das Nummern-Girl heute, dieses Wochenende gemacht, ne? Der war echt viel. Ja, tatsächlich. Ja. So, Leute, wir machen jetzt hier Schluss, glaube ich. Ja, ich bin. Wir sind auch jetzt. Gänsehaut pur. Stellen wir uns jetzt noch ein bisschen ans Lagerfeuer. Wollen wir noch kurz anlassen oder? Das machen wir. Schreibt mal, wollt ihr noch ein bisschen Lagerfeuer-TV haben? Lagerfeuer-TV? Wir müssen einen Moment warten, da kommen noch keine Kommentare. Wollen wir Lagerfeuer-TV? Ja, so ein bisschen noch, oder? Sollen wir den Basti überreden? Leute, wenn ihr jetzt noch eine Runde spendet, vielleicht kriegen wir das hin, dass der Basti noch ein bisschen Gitarre spielt und dann holen wir die Kamera noch näher ran und machen noch ein bisschen Lagerfeuer-TV. Findet ihr das geil, dass ihr noch ein bisschen weiter spenden könnt und einfach ein bisschen Gitarrenmusik mit Lagerfeuer? Ich fände das cool. Ich fände das auch cool. Basti? Oh. Für die Spenden, komm für die Spenden. Die Leute, ein Lied. Die Leute spenden weiter. Er kann nicht, er hat kaputte Finger. Ach so, nein, er hat nein. Du hast gestern gesagt, bei 5.000 € spielst du. Okay. Jetzt haben wir 6.500 und er sagt jetzt bei 10. Also die Leute schreiben alle ja, dann spenden die auch weiter. Komm mal, sieben. Komm, ein Lied nur. Okay. Geil. Wir brauchen ein größeres Feuer, glaube ich. Das Feuer ist noch nicht groß genug. Ach so, euch ist vielleicht warm, oder wie? Guck mal. Oh. Ja. Komm, dann holen wir den Basti jetzt noch dazu. Aktualisiert. Und mal noch ein bisschen Lagerfeuer-TV. Guck mal, die schreiben alle Lagerfeuer. Ja, bitte. Liebe Grüße an Carmen hinter euch. Ja, Carmen, liebe Grüße an dich. Von Sabrina.
Sabrina und Carmen, liebe Grüße. Sie winkt. Grüße zurück. Komm, glatt eine Tränchen, ja, uns auch. Oh, jetzt wird's. Basti, go, go, go. Basti, guck mal. Oh. Also, ihr müsst jetzt spenden, ne? Sonst fängt der Basti nicht an. Ist das schon eine Impressum? Nein. Also, das ist ja für einen guten Zweck, denn. Genau. Oh, ich höre schon was. Das kommt gleich. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns schon mal. Genau, wir rücken gleich so nach links und rechts weg und dann kommen wir in die Mitte. Ein. Nur das Lagerfeuer sieht. Also Leute, es war ein richtig geiles Wochenende mit euch und jetzt im Live habt ihr auch nochmal richtig gezeigt, wie geil das ist und wie geil wir alle sind und ich kann nicht oft genug geil sagen, um auszudrücken, wie geil das alles ist und ich freue mich schon auf ganz viele weitere Events und Momente mit euch und jetzt überlasse ich mal hier die Bühne dem lieben Basti. Wir erlösen ihn nach einem Lied, glaube ich, außer er möchte mehr spielen. Kommt auf die Spendensumme. Richtig. Rebecca kann ja zwischendurch nochmal einen Status geben. Genau, ich sage euch zwischendurch nochmal einen Status und dann genießt es. Ja. Tschüss! Kann man das Feuer sehen? Instagram kann das nicht sehen, oder? Warte, ja, so. Das ist gut. Ja, jetzt bist du voll drin. Jetzt bin ich voll drin. Okay, dann machen wir es so. Okay. Ja. Krass, guck mal, hier sind auch per YouTube noch Spenden reingekommen von 10,99 €. Geil, sehr schön. Ja, das geht natürlich auch alles in den Spendentopf. Ah, danke dir, Basti. Ja. 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 Hallo. Also, ich singe jetzt was. Nein, das wollte ich nicht. Basti spielt die Gitarre. Der Basti wollte es Sauflied spielen. Nein. Ja. Hallo. 6475,30, ja, Mann. Das ist aber noch nicht die aktuelle gewesen. Doch, ich glaube schon.
6.600 haben wir jetzt. 600, also. 6.600, wow, ja, sehr krass. Du ja nicht. 6.600 und 66 Cent. Das ist das Wort zum Sonntag. Und wenn ich wieder reingucke, später um 10 Uhr möchte ich da gerne eine 7 stehen haben. Oder eine 8. No pressure. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir es hin. Also nächste Woche, irgendwann laufen nächste Woche, verkünden wir nochmal die finale Spendensumme, genau, die wir jetzt hier beim Pop-Up in Goldenstedt zusammenbekommen haben. Und ihr fahrt es dann auch nochmal auf dem Blog und auf Social Media und überall. Und ja, bis dahin könnt ihr fleißig spenden. Ja, genau. Und alles, was darüber hinauskommt, wird natürlich jetzt nicht irgendwie woanders hingehen, sondern es bleibt in dem Spendenpot und wird dann für das nächste Treffen weitergehen. Ne? Also ihr könnt permanent spenden. Ja, genau. Jeden Tag 1 Euro. Ihr kriegt auf jeden Fall alle Infos dazu immer über den Newsletter. Findet ihr unter dachzeltmann.com/dachzelt-news. Da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr da auf dem Laufenden gehalten werden wollt oder eben auf unter Spenden auf dem Blog oder auch auf Instagram, überall. Also wir und Facebook und was es sonst noch so alles gibt. Also ihr kriegt auf jeden Fall alle Infos dann noch von uns, wenn wir was Finales haben. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt hier Und gebt eine Story, wie wir alle ins Wasser hüpfen. 6.600 Euro und 66 Cent und ich hoffe, es steigt noch und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss! Macht's gut, ihr Lieben! War richtig schön, gell? Es war richtig schön, ja. Es war einfach geil. Nils, wie war das? Tschüss, ihr Lieben. Macht's gut. Schön, dass ihr alle da wart. Tschüss. Ach, einer muss den Knopf drücken, ne? Darf ich den Knopf diesmal drücken? Oh ja, ja. Darf ich drauf drücken? Warte. Da auf Ende, enden. Ich sag nämlich immer zum Dennis, auf Go Live muss ich gehen. Go Live. Nee, der Zilo sagt das immer. Und dann hat er das auch einmal gemacht. Und dann sind wir wieder live gegangen. Ich habe fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ja. Endstream. Tschüss. Abschalten.